Insel Korfu in Griechenland ein historisches Urlaubsparadies. Die Insel hatte seit der Urzeit bis nach dem Zweiten Weltkrieg eine bewegte Besiedlung. Sie war Schaltpunkt der islamischen, byzantinischen und abendländischen Welt. Angelocastro, eine im Norden gelegene Festung, seit 1021 ist ein bedeutsames historisches Relikt der Vergangenheit. Kaiserin Elisabeth von Österreich hielt sich hier auf und baute um 1890 ein griechisches Schloss im pompeischen Stil. Prinz Philipp, Duke of Edinburgh, wurde hier 1921 geboren. Kurzer Trip auf die Insel Korfu in Griechenland. Die Insel Korfu ist die zweitgrößte der Ionischen Inseln. Sie zählt zu den wohlhabendsten Regionen Griechenlands und blickt auf eine bewegte Besetzungsgeschichte zurück. Hier einige Impressionen von der Nordregion und Nordküste der Insel. Griechische Siedler von Eretria gründeten im 8. Jahrhundert vor Christi auf diesem Boden die erste Kolonie. Später wurde Korfu die erste römische Provinz in Griechenland. Die Insel gehörte dann von 395 zum Oströmischen Reich. Die Sarazenen und die Normannen haben diese Insel auch erobert. Die Folgen des Vierten Kreuzzuges, der Einfluss von Venedig und die Konflikte mit dem Osmanischen Reich prägten diese Insel. Im 18. bis 19. Jahrhundert wurde sie unter Napoleon französisch, dann russisch und nach dem Wiener Kongress von 1815 britisch. Im 20. Jahrhundert wurde die Insel schließlich serbisch, dann italienisch und im Zweiten Weltkrieg von den Deutschen besetzt. Prinz Philip Mountbatten von England ist 1921 auf Korfu geboren. Die faszinierende Mittelmeerinsel zeigt eindrucksvolle Landschaften, Aussichten und historische Bauten, darunter Kirchen, Klöster, Burgen und Schlösser. An der Ostküste. Die Haupt- und Hafenstadt von Korfu, Kekira genannt. Das Achillion, ein Palast im pompeischen Stil von Kaiserin Elisabeth, die Sissi von Österreich im 19. Jahrhundert erbaut. Blick von Lakonis auf Paleokastriza. Fazit: Korfu ist eine Trauminsel im östlichen Mittelmeer.